kann denn Plastik Fortschritt sein? War also die Frage, die mir die Renate gestellt hat. Und ich habe das wie folgt gegliedert. Einmal die Historie. Fortschritt durch Technik, Umweltproblem, Kunststoff. Also genau das, was Sie gesagt haben. Es ist ein Segen für den Einsatzgebiet, aber das böse Ende folgt. Kunststoff im Nahrungskreislauf, das wurde auch angesprochen. Fortschritt durch Plastik muss man dann in Frage stellen, beziehungsweise wie könnte ein Fortschritt ausstellen? Die Visionen und die Handlungsmöglichkeiten, die wir in der Gesellschaft, jeder Einzelne hat und die wir auch an die Politik stellen können. Ich gehe aber erstmal einen Blick zurück in die Historie, weil viele Menschen sagen ja, oder das ist eigentlich eine Überzeugung von uns allen, ohne Kunststoff geht nichts. Es stimmt, ohne Kunststoff, seit 1940 sind die Kunststoffe auf dem Markt und man kann sich ein Leben ohne Kunststoffe nicht mehr vorstellen, aber wir konnten es lange. 4,6 Milliarden Jahre ist die Erde alt, seit 3,5 Milliarden Jahren besiedelt und 2 Millionen Jahre sind die Menschen ohne Kunststoff ausgekommen. Also es ging auch ohne. Es ist nur die Frage, was bedeutet es, was kostet es, wenn es ohne geht und wollen wir das überhaupt? Das sind die Fragen. Tatsache ist, dass die Erde entstanden ist und dass sich ein Prinzip entwickelt hat, das also eine ganz geschickte Sache ist. Aus der Erde haben sich Lebewesen entwickelt, wie das Gras. Das Gras wird gefressen von den nächsten Lebewesen, in dem Fall der Hirsch. Der Mensch isst dann gerne mal einen Hirschsteak und selbst wenn er dann stirbt, dann geht er wieder in den Naturkreislauf zurück. Wir haben also einen Kreislauf der Natur, der auch in unserer Begräbnisliturgie im Christentum schön dargestellt wird, dass man sagt, aus der Erde bist du geworden, zur Erde wirst du wieder werden. Diesen Satz erfährt jeder von uns, wenn er mal nicht mehr ist. Und Alexander von Humboldt war in Südamerika bekannterweise und hat mal runtergeschaut auf die Ebene, hatte Zuckerrohrplantagen gesehen, hat hinter sich das den Urwald gehabt und hat gesehen, wie es ein Netz des Lebens gibt. Jeder ist von jedem abhängig. Eine Wahnsinnsvielfalt von verschiedenen Lebewesen, von Tierarten sind da unterwegs. Und wo die Zuckerrohrplantagen sind, unserer Siedlungsvorläufer, da war das platt gemacht. Da wurde die Vielfalt reduziert auf 2, 3 Arten, die in diesem Bereich leben konnten. Also das Netz des Lebens hat Alexander von Humboldt schon vor 100 Jahren erkannt. Und auch, dass es in der Natur keine Abfälle gibt. Alles, was an Abfall entsteht, ist verwertbar, ist Wertstoff und geht in den Nahrungskreislauf wieder über. Also das ist ein wunderbarer Kreislauf, dass man vom Fressen und Fressengewerden lebt. Und eben dieses Lebensprinzip kann irgendwann Risse durch die Weiterentwicklung des menschlichen Hirns. Man hat das Feuer entwickelt. Feuer war immer ein schreckhaftes Moment, jeder ist geflohen und wir haben aber als Menschen gemerkt, dass wir kennen, wenn wir uns das zunutze machen, dann kann das auch von Vorteil sein. Das war aber der erste Eingriff in den Naturkreislauf, in den Nahrungskreislauf, denn wo was brennt, da ist die Erde platt. Dann haben wir festgestellt, wenn wir unsere Berge ausräumen und Bergbau betreiben, dann haben wir wunderbare Produkte wie ein Kupfermesser, mit dem wir sehr viel anfangen können. Wir haben gemerkt, dass wir sehr gut uns schützen können, wenn wir Siedlungen bauen, wenn wir Flächen versiegeln und Tore hinbauen, sodass kein Löwe, kein Bär oder sowas in unsere Gegend kommt. Das waren alles Erkenntnisse, die zu einem Erfolg geführt haben für unser Lebensprinzip, das sehr gut sich bewährt hat. Und auch die Tierhaltung, dass wir domestizieren, dass wir Tiere um uns herum halten, dass wir also keinen Urwald mehr haben, sondern dort Wiesen haben und haben Natur angelegt, die Nahrung, die Felderwirtschaft genauso, mit denen wir leben. Das Prinzip ging über einige Jahrtausende, wurde gefolgt, verfolgt auch oder begleitet, kann man sagen, durch einen Glauben, der uns eingetrichtert wurde in der Religion. Wenn wir irgendwann immer mal sehen, kommen wir vor einen Richter. Und der Richter entscheidet entweder, wir kommen direkt dem Mann in den Himmel, dann sind wir also die Erlösten, oder wir haben uns unsachgemäß auf Erden behandelt und dann, egal ob es der Papst ist oder alle Würdenträger, der König, kommt der Teufel mit seinen Fesseln und nimmt uns mit. Dieses Gefühl, diese Angst, dass man also nach dem Tod irgendwo ein ewiges Schmorverhältnis hat die Menschen geprägt und hat dafür gesorgt, dass das die höchste Priorität hatte. Was ich für
Wohlbefinden auf der Erde habe, war nicht so wichtig wie die entscheidende Frage, wie komme ich irgendwann in den Himmel? Und die Aufklärung, die hat gesagt, also alles gut, aber wir brauchen auch nicht alles glauben, was uns so die Kirchenväter erzählen. Und damit ist ein Freiraum geschaffen worden, dass man sagt, okay, wenn das bei, wenn der Weg in den Himmel nicht das Wichtigste ist, dann kann ich mal auf der Erde besser gehen lassen. Also der Wohlstand hat dadurch an Bedeutung gewonnen. Der Mensch hat dann seinen Erfindungsgeist sprudeln lassen und hat immer mehr erreicht, dass die Natur gebändigt wird, in Anführungszeichen. Die Tatsache, dass der Donner, das war ja zu früheren Zeiten eines der schlimmsten Dinge überhaupt, der Donnerstag kommt ja daher, die Angst vor dem Gewitter. Und plötzlich waren wir in der Lage, dass wir dem Blitzableiter sagen, in mein Haus gehst du nicht, sondern du wanderst da jetzt da runter und gehst dorthin. Das war also, wir haben also Erfolgserlebnisse gehabt als Menschen, als in unserer Entwicklung, dass wir sagen, wir sind ja allmächtig. Wir sind in der Lage, der Natur ihren Weg zu weisen. Das ging dann weiter, dass wir die Erfindung haben explodieren lassen. Hier ist jetzt eine Fabrikgebäude aus dem Harz. Siedlungsbau, Bergbau, Landwirtschaft, macht euch die Erde untertan. Das haben wir dann wirklich für voll genommen und haben gesagt, wir können die Erde platt machen. Hier sieht man den Urwald noch, wie er für die Felderwirtschaft gefällt wird. Hier die Versiegelung der Erde, die Rauchgase, die entstehen bei der Produktion von dem... Ganz kurz, sollen wir nicht vorne ein bisschen dunkler machen? Das ist ein bisschen... Ja. Wir hatten das ja vorhin schon mal ausprobiert. Ich weiß nicht... Die Bilder sieht man besser. Sieht man viel besser, wenn es... Ja, danke. Das ist viel besser. Ja. Macht euch die Erde, da sieht man es ja, ist ganz deutlich, die Rauchgase, die entstanden sind, die Massenproduktion, da wurden hergestellt, zum Beispiel Öfen und Bratpfannen und auch Grabkreuze. Man hat einfach mit der Erde gemacht, was man will. Die Technik ging weiter, Kohle, Öl, Strom wurde als Energieträger genutzt. Die Eisenbahn ist gekommen, ist erfunden worden, damit haben wir Raum und Zeit irgendwie viel schneller und viel kleiner gemacht. Wir haben das Auto erfunden, wir haben das so günstig gemacht, dass das also als Massenprodukt entstand, gekauft werden kann. Wir haben das Licht erfunden, wir haben aber immer mehr Energie verbraucht auf diese Art. Und die Chemie, die war auch ganz gut dabei, die begann mit ihren Sternstunden Stickstoff aus der Luft, konnte gewonnen, also aus der Luft rausgezogen und in die Erde reingebracht. Und damit sind dann die Grashalme um 20% besser gewachsen. Man hat gedacht, man hat den Welthunger besiegt, weil ich kann aus der Luft Stickstoff rausholen und habe dann Brot. Brot aus der Luft. So war der Slogan von den Verkäufern der Kunstdünger, als die es erstmal losmarschiert sind und ihr Produkt unter Leute gebracht haben. Also die Sicherheit, dass wir alles beherrschen, die hat Mords an Fahrt aufgenommen. Bisphenol A wurde erfunden. Somit konnte man in den Hormonhaushalt der Frauen eingreifen, wenn da irgendwo Probleme da waren. Fluor wurde erfunden, freigesetzt. Dann Chlor. Fluor war von Haus aus ein Mittel, das sehr gut gleitet, das schmiert. Man war ganz glücklich, was es alles so gibt in den Dank der Chemiekessel. Und in diese Zeit hinein, 1935, hat ein neues Produkt die Welt verändert. Und was war das für ein Produkt? Sie alle werden es wissen, wenn Sie heute da sitzen. Plastik. Sehr gut, Plastik. Und zwar sagt man, die erste vollständig synthetische Faser wurde patentiert. Und ein ganz wichtiger Punkt war also der 15.05.1940. Die ersten 5 Millionen Paar Nylonstrümpfe. Das war ein Hype, wie jetzt, wenn Apple ein neues Produkt verkauft. Also an einem Tag alle ausgewählten Läden in den Metropolen von Amerika, ein Sturm, und zwar Nylon. Ich hoffe, wir haben genug Zeit, Renate. Wo kommt der Name her, Nylon? Die Strümpfe, das war also die Sehnsucht zu manch einer noblen Frau. Aber man war abhängig von den Seidenstrümpfen der Japaner. Die hatten das Monopol auf dem Seidenmarkt und damit auch auf den Strümpfen. Und endlich ist den Amerikanern gelungen, dieses zu widersprechen, als der Chemiker erstmal eine Faser aus seiner Brühe da gezogen hat
und gesehen hat, wie die also einer Seidenfaser entsprach, hat er gesagt, now you lousy old Nippen. Jetzt haben wir dich, du alter lausiger Japaner. Now you lousy old Nippen. Und diese Buchstaben, der erste Buchstaben von dem Satz, now you lousy old Nippen, die hat man zusammengesetzt und da hat man den Namen Nylon gehabt, den eigentlich heute jeder noch kennt. Aber das ist bloß eine Episode am Rande, die darf nicht in der Dreiviertelstunde drin sein. Die Kunststoffanwendungen haben nach dem Zweiten Weltkrieg, also in einer explosionsartigen Geschwindigkeit, unser Leben durchdrungen. Man sieht hier das Beispiel, das war eine vollkommen neue Welt. Das ist ein Schuh mit einer Holzsohle, Leder mit Holzsohle, der in der Landwirtschaft verwendet wurde. Hier Kinderschuhe, auch Ledersohle, damit sie nicht so schnell sich ablaufen, hat man sie mit Nägeln versehen. Es war also ganz übliche Tracht, die man angezogen hat und heute Plastik, wunderbar. Also das ist eine ganz neue Welt, die da entstanden ist. Und entsprechend explosionsartig hat sich auch dann die Anwendung der Kunststoffe erweitert in den Kfz-Bau hinein. Die Haushalts-, die Küchenmaschine, heute haben wir eine gesehen wieder, so eine gute alte braune Küchenmaschine aus den 50er Jahren. Die Fischereitechnik, die war ganz glücklich, dass er endlich mal Seile hat, die nicht reißen. Das war ein Geäffel immer gewesen vorher mit den ganzen Kunstseilen, Naturseilen, die man Hanf und ähnlichem. Und jetzt hat man auf einmal Seile gehabt, die Hand gehalten, da hat man manchen Fisch rausholen können. Auch die gute Zigarette, die ja doch sehr schädlich für die Lunge war, hat man mit Plastikfiltern versehen, auf dass sie einige der Schadstoffe rausfiltert und man also mit gutem Gewissen einige Zigaretten mehr am Tag rauchen kann. Ja, ja, das kam drauf. Weiterhin hat man dann die Kleidung nach und nach mit Plastik versehen. Dann Spielzeug erfunden in alle Richtungen. Die Elektronik, die hat Mordsfortschritte genommen und entwickelt sich dann immer schneller weiter. Und entsprechend ist auch der Abfall, so ein Handy, was hat es für Lebensdauer, nicht mehr lang. Oft sind die Produkte noch heil, dank dem Kunststoff sind sie billig. Und wenn sie billig sind, kann man sie auch relativ schnell wieder entsorgen, man braucht sie nicht mehr. Also dieses One-Way-Prinzip, das hat also auch deutlich an Fahrt aufgenommen. Und unsere Ansprüche sind natürlich gestiegen. Das gute alte Seifenstück ist nicht mehr gut genug. Ich brauche Flüssigseife. Die Flüssigseife ist nicht mehr gut genug. Sie muss dosiert werden. Ich will aber nicht mit meinen verschmutzten Händen an die Seife ran. Da geht der Nächste ran. Also brauche ich wieder eine Lichtschranke, die verhindert, die automatisch dann dosiert, was ich an Seife brauche. Und das alles ist möglich dank dem wunderbaren Produkt Kunststoff. So hat sich also eins nach dem anderen gegeben, die es gibt aber auch viele ganz spannende Anwendungen. Ich könnte sie nicht jetzt so klar sehen und erkennen ohne die Brille, also die Kunststoffgläser. Die Optik hat sehr viele Kunststoffanteile. Der ganze Flugzeugbau, wir haben es vorhin unterhalten, wäre ohne Kunststoffe, man kann es auch nicht denkbar, oder? Die ersten Flugzeuge waren noch ohne mit irgendwelchen Bespannungen, aber ich glaube, wir sind uns einig, keine Chance. Tiefbau, die Renate wohnt ja im neuen Baugebiet, überall fliegt Plastik rum und auch die Stromerzeugung ist ohne Kunststoffe gar nicht so machbar. Die erleichtern auch die Lebensmittelhaltung. Früher hat man 7 Zitronen gekauft, 3 benutzt, 4 sind verschimmelt, fortgeschmissen und jetzt haben wir also schön dosiert. Können wir genauso viel, wie wir brauchen, mit dem Deckel drauf, können es konservieren. Also es erleichtert die Lebensmittelhaltung. Wir haben vorhin die Rede gehabt, die Frage, ob überhaupt noch wir die Bevölkerung ernähren könnten ohne Kunststoff. Das sind Fragen, die man stellen müssen, aber die im Zusammenhang mit Kunststoff stehen. Die komplette Tiefkühlkost könnten wir vergessen, wenn wir keine Kunststoffe hätten. Wie wollen wir das Zeug verpacken überhaupt, wenn wir es nicht in Kunststoff machen? Mit Glas oder so kann man da nicht wirklich weiter. Dann tun wir auch sehr gut konservieren natürlich und portionieren. Unsere Cordon Bleu, ein Stück verpackt oder 250 Gramm, kann man also wunderbar mit dem Plastik portionieren und unbesorgt nach Hause tragen. Die haben auch mittlerweile die Landwirtschaft erobert in verschiedene Richtungen. Hier Almeria in Spanien, Südspanien, die trockenste Gegend Europas. Dort haben wir also über mehrere hundert Quadratkilometer die Zelte, wo wir mehrmals jährlich ernten und die Segnungen dieser
Produktion da bei uns im Supermarkt billig finden, Tomaten, aber Obst, Gemüse, alles Mögliche. Bloß am Rande, wir ziehen aus der trockensten Gegend Europas das Wasser aus dem Grundwasser, um es dann in Form von Tomaten zu uns zu bringen. Ein Drittel davon schmeißen wir wieder fort, weil es einfach verschimmelt oder weil es nicht gegessen wird. Wenn ein Außerirdischer sehen würde, dass wir also aus der trockensten Gegend über das Obst und Gemüse Wasser in eine wasserreiche Gegend fahren und dann dort fortschmeißen, der wird fragen, ob wir noch bei Sinnen sind. Aber das bloß so am Rande. Das ist auch ein typisches Beispiel, wie die Kunststoffanwendung zu Fehlleitungen führt. Genauso haben wir hier, das ist ein Bild in Unterfranken aufgenommen, auch eine sehr trockene Gegend. Und das Schöne ist, wenn ich jetzt hier meine Treibhäuser baue, da habe ich zwei Erdbeerernten. Und nicht nur das, sondern ich darf auch die Gifte einsetzen, die im Freiland verboten sind. Als ob die Biene wüsste, dass sie da nicht reinfliegen darf. Aber das ist auch nochmal ein Thema für sich. Das ist ein Missbrauch der Kunststoffe, wenn die einfach so verwendet werden, dass wir den Ausbau, die Ausbeutung der Erde so beschleunigen und so nach vorwärts bringen, dass das also auf die Dauer der Erde nicht gut tut. Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit die Dreifelderwirtschaft, wo wir sagen, ein Drittel bleibt einfach liegen, ein Drittel wird bewirtschaftet mit A und ein Drittel mit B. Da sind wir ganz weit weg, ganz weit weg davon mittlerweile. Nicht zuletzt dank dem Kunststoff. Und was auch eine wunderbare Geschichte ist, wir können für 49 Cent 200 Gramm Knackerbsen im Februar kaufen und produziert wurden die in Guatemala. Also das ist doch ein Luxus, den wir haben, wo wir ganz glücklich sein können. Die überwinden also dank die Erbsen, überwinden oder wir in unserer Lebensmitteltechnologie überwinden Zeit und Raum, dank dem Kunststoff, die Lebkuchen, das war nicht so lange her, da war das ein Weihnachtsprodukt. Vielleicht am zweiten Advent hat man angefangen, Lebkuchen zu essen, hat sie genossen. Und an Weihnachten war es rum. Und jetzt, dank dem Kunststoff, können wir also die Herbstastern pflücken, auf den Tisch stellen. Im September geht es los mit dem Weihnachtsprodukt. Und im Februar kann man es dann zum halben Preis kaufen, weil es abgelaufen ist, das MHD. Der ganze Discounter-Vertrieb, den wir haben, wäre gar nicht möglich ohne unsere Kunststoffe. Und nicht nur, dass es bei uns also auf verschiedene Anwendungen kommt, sondern der Kunststoff erobert die Welt. Der erobert die Welt. Nehmen wir ein Beispiel, die PET-Flasche von 1975, erstmal in Amerika abgefüllt. Nach Deutschland kam sie 1990 und mittlerweile ist auch in Tansania gelandet. Lange Zeit war dort noch die Glasflasche im Mehrwegsystem im Einsatz. Aber es ist halt umständlich, die leeren Flaschen zurückzubringen, zu waschen, wieder zu befüllen und so weiter und so fort. Viel einfacher ist es, eine Plastikflasche abzufüllen und auf Nimmerwiedersehen dann dem Endverbraucher in die Hand zu drücken. Und so geht es also weltweit, dass Kunststoffanwendungen die Erde erobern und auch in viele Produkte gehen, wie zum Beispiel hier der Stand in Venedig. Ein wunderbares Angebot an Dingen, die das Herz möglicherweise machen. Entsprechend geht die Kunststoffanwendung bei uns also massiv in die Höhe von 1940 bis 2008. Also man erwartet 2050, dass wir bei 350 Millionen Tonnen Kunststoffe sind, mit der wir die Welt beglücken. Und es ist also der Zuwachs des Kunststoffes in unserer Erde nach wie vor noch ungebremst. Aber jetzt wird es Zeit, dass wir mal der Frage nachgehen, was das überhaupt ist, Kunststoff. Weil wenn wir jetzt nachher weiterreden wollen, ob das jetzt Fortschritt ist oder nicht, müssen wir erstmal wissen, von was redet man überhaupt. Was ist Kunststoff? Ausgangsstoff sind Erdöl- und Erdgasquellen in USA, Saudi-Arabien, Irak und Kanada, America first. Aus Ethan, das ihr alle kennt, das wahrscheinlich Ethangas, Propan, Butan, die verschiedenen Gase, das hat man irgendwo gelesen. Wenn ich aus das Ethan chemisch Mittel umwandle, da habe ich dann Ethylen, aus Propan habe ich dann Propylen. Und wenn ich diese einzelnen Glieder, einzelnen Stoffe aneinanderfüge chemisch, wenn ich da eine Kette draus mache, so wie eine Halskette aus einzelnen Elementen besteht und dann eine wunderbare Kette ist, mache ich Ketten von Kunststoffen, dann habe ich also viel ist griechisch Polyethylen, viel Ethylen aneinander. Also habe ich Polyethylen oder halt Polypropylen. Wenn ich Chlor in meine Schoße dann einmix, dann habe ich Polyvinylchlorid, PVC.
So habe ich also ein festes Material aus dem flüssigen Öl oder Gas, ein festes Material gemacht, das stabil ist, indem ich die kurzen Ketten einfach aneinander gezwungen habe. Aber das wird überhaupt nichts bringen, wenn ich das hätte, weil das wäre so ein starkes Material. Also muss ich da Zusatzstoffe reintun. Was für Zusatzstoffe? Einmal, dass die Kette stabil wird, Stabilisatoren. Dann muss es beweglich werden. Ich brauche Weichmacher, die das Produkt weich machen. Es soll nicht alles grau sein, gelb, grün, alle Farben. Ich brauche Farbmittel. Ich brauche Antistatiker. Die älteren Herrschaften und Damenschaften werden sich noch daran erinnern, an den Kamm von früher. Wenn man es gekämmt hat, hat es einem die Haare aufgestellt. Das waren die antistatische Kraft, die Kunststoffe gehabt haben. Also brauche ich Antistatiker. Ich brauche Gleitmittel, damit es überhaupt in der Produktion fortbewegen kann sich. Ich brauche Flammschutzmittel. Ja, jetzt ist gerade wieder Warnung ausgesprochen worden, letzte Woche. Eine Maske aus Amerika, aus China wurde auf den Markt geschmissen in Deutschland ohne Flammschutzmittel. Wenn also jetzt der Vater seine Zigarette raucht oder der Busch spielt da und die Asche kommt, dann Sie wissen, wie Gas brennt und wie Öl brennt. Also kann man sich vorstellen, wie das Gesicht von dem armen Burschen aussieht, wenn der da seine Maske aufgehabt hat. Ich brauche also dringend die Flammschutzmittel und weitere Füllstoffe, dass die Sache billiger wird. Und der Fakt ist jetzt, die Zusatzstoffe, die Additive, sind nicht fest mit der Kette verbunden, sondern es ist einfach so reingestopft. Und das bedeutet wiederum, oder jetzt erstmal noch das, je nachdem, was ich da reinstopfe, habe ich ein Material, PET zum Beispiel, mit ganz, ganz unterschiedlichen Eigenschaften. Einmal wird das PET Getränkeflasche und einmal eine Outdoor-Jacke. Das gleiche Produkt. Nur durch die Füllstoffe so manipuliert und verändert, dass es eben diesen Zweck erfüllt. Und Fakt ist, die Additive, wenn sie also nicht fest drin sind, die verflüchtigen sich mit der Zeit. Die wandern aus dem Produkt. Und wir haben ja gelernt, Stabilisatoren, wenn die auswandern, dann werden auch die Ketten immer kleiner, immer instabiler. Und damit habe ich eine Sache, die kaum noch sichtbar ist. Nach der vielen Theorie will ich die Praxis natürlich folgen lassen. Das ist unser 1000 Liter Behälter Wasser. Der war schön dunkelgrün anfangs. Hier sieht man, wie er seine Farbe verloren hat. Und hier sieht man dann, wie er mit der Zeit irgendwann einmal die Ketten so gering war, dass sie gebrochen sind. Das ist die normale Alterung von dem Kunststoff. Das zerfällt also. Es wird immer kleiner. Das wird immer kleiner. Wenn ich meine PET-Flasche habe, dann mache ich da in vielen Fällen irgendeine Fließjacke draus. Wenn ich die Fließjacke wasche, dann bei jedem Waschvorgang gehen weit über 1000, 2000 Fasern in die Waschmaschine rein. Es sind also eine Waschmaschine drin. Da sieht man mal so einen kleinen Vlies, habe ich da rausgezogen wieder. Das geht dann weiter, dann spricht man von Mikroplastik, in dem Moment, wo es kleiner als 5 cm ist. Aber der Fork geht weiter. Und dann sind wir im Nanobereich. Das war noch mit bloßem Auge sichtbar, das auch. Aber hier ist eine kleine Faser, die nur unter achtfacher Vergrößerung sichtbar war. Aber sie ist vorhanden. Die ist nicht weg, sondern sie ist vorhanden. Und das ist, geht weiter, das Spiel, in den unsichtbaren Bereich rein. Ich kann davon ausgehen, dass auch in dem Wasser Plastik drin ist. Und zwar in einer Größenordnung, das in Getränkeflaschen ist Mikroplastik, Nanoplastik drin, das 600 Mal kleiner ist als ein Stecknadelkopf. Und das ist der Unterschied zwischen Naturkreislauf und dem Einsatz von Plastik. Der Naturkreislauf, wenn ich im Herbst ein Blatt vom Baum fällt, dann ist es im nächsten Herbst fort. Es ist regional komplett mit viel Nährstoff direkt dort, was runtergefallen ist, von den Bodenlebewesen verzehrt worden. Die Ausscheidungen haben dafür gesorgt, dass ich also den, wie es immer vom Urwald kennen, dass ich harmonisch in dem Naturkreislauf drin bin. Bei dem Plastik, da sieht man danach die Löcher. Es wird immer weniger, zerfällt mit der Zeit immer mehr. Aber es ist nicht weg. Es ist weiterhin vorhanden, es ist nur, wir sehen es nicht mehr. Und da hat auch das Bundesinstitut für Risikobewertung so ein bisschen ihre Sorge. Die haben geschrieben, weil wir wissen es nicht. Wir wissen, dass wir nichts wissen, wie schon die alten Philosophen gesagt haben. Es ist aber zu vermuten, dass sich der Erkenntnisstand zur Mikroplastik in den kommenden Jahren deutlich weiterentwickelt und somit eine bessere Bewertung der gesundheitlichen Risiken ermöglicht wird. Auf die komme ich noch zu sprechen, will aber vorher mal, was passiert mit dem Kunststoff nach dem Gebrauch sprechen.
Recycling ist vorhin angesprochen worden, da können wir auch im Diskussionsteil gerne noch einmal drüber sprechen. Da habe ich als Abfallberater doch recht viele Erfahrungen gesammelt. Aber vieles wird auch fortgeschmissen und, oder halt bewusst verbrannt, wie unsere leider, leider viel, oft viel zu früh ausrangierten Elektroartikel, die wir so haben. Wir waren gestern zu Besuch beim Freund und er hat gesagt, der Flachbildfernseher ist nicht mehr nutzbar, weil die Technik das nicht mehr erlaubt, dass der überhaupt hergenommen wird. Also das ist ein Wahnsinn, was da an Abfall anfällt. Und leider, leider geht sehr vieles noch nach Ghana. Die Frage ist, können wir es recyceln? Bei Glas ist klar, aus der alten Glasflasche mache ich eine neue Glasflasche, die kann ich für alles wieder hernehmen. Da habe ich 95% ungefähr der Ausgangsmaterial ist so altes. Aber könnt ihr euch vorstellen, dass man aus dem Ramsch da, das, was da so rumfliegt, noch einmal ein neues Plastikzelt draus machen kann, um weitere Produkte zu produzieren oder dass man da Flaschen draus macht, das mal trinken. Ich glaube, da schon allein vom Aussehen her dreht es einem der Magen rum. Man merkt, also das mit dem Recycling, das ist so eine Sache bei dem Kunststoff. Gibt es doch Recycling-Flaschen? Es gibt recycelte Flaschen, aber nur sehr, sehr bedingt. Wenn man mal die Realität anschaut, 2018 hat die, was wir so schön sammeln, unsere gelben Säcken, China verboten, unsortierten europäischen Verpackungsabfall einzuführen. Also haben wir weitergesucht. Malaysia, die schicken mittlerweile auch zurück. Indonesien will es nicht mehr haben. In Polen wurden 50.000 dieses Jahr Müll, vor allem Plastikabfälle, auf die Deponie gefahren und angesteckt. Das ist die billigste Art der Entsorgung. Also von, wirklich von dem Wertstoff bei Plastik zu sprechen, da tut man schon sehr schwer. Kunststoff. Ja. Danke für den Kunststoff im Wasser. Ich will in dem Moment sagen, dass kein Bild dabei ist, was Sie heute sehen, das irgendwie gefaked ist. Ich denke, das glauben Sie mir auch. Und ich warte immer, bis ich den Moment sehe und fotografiere dann. Und ich habe auch gewartet, ich bin jeden Tag vorbeigefahren, bis irgendwann mal so ein Plastikteil kurz vor dem Gully am Wegesrand ist und habe es dann fotografiert, damit es einfach der Wahrheitsgehalt getreu ist. Das war die Seine, Paris, der Plastikbecher da rumgeflogen. Also von uns geht es, von jedem Straßengraben geht es in die Kanalisation, von der in den Bach, von der ins Meer. Hier sieht man das bei Venedig, schwimmt es oben drauf, aber leider bloß Polypropylen. Alles andere senkt sich nieder in die Tiefen des Ozeans. Und wenn man da mal rein fotografiert, sieht man hier die weißen, die roten, die blauen, die Plastikschnipsel, die sind also omnipräsent. Das nächste ist, wenn es verweht. Wenn es verweht, dann fliegt es natürlich irgendwo hin. Das ist jetzt ein Bild, die vier Jahreszeiten von Vivaldi höre ich ganz gern. Und da habe ich jetzt mal die vier Jahreszeiten im Plastikbereich fotografiert. Im Sommer ist also die Plastikfolie hierher geflogen. Der gleiche Baum im Herbst. Seine Blätter hat er frühzeitig abgeworfen. War es noch da kängt. Im Winter war es noch da kängt und im Frühling kam dann der Grüntrupp, hat die weggebaut, sonst wären sie immer noch dran. Also das einmal verhängt, sie bleibt einfach da in der Welt. Das ist nicht wie Blätter, wo es runterfällt, sondern sie ist dann vorhanden. Und ein Riesenthema ist der Abrieb. Und da hängen wir alle drin. Das Reifenabrieb. Reifenabrieb, das ist auch alles kleine Plastikteile, die so sich in der Welt verteilen. Aber ich, das ist mein Fahrradgriff. Ich kann alle zwei, drei Jahre meinen Fahrradschalthebel wechseln, weil meine Haut so eine Kommunikation eintritt mit dem Plastik, dass ich das Plastik aufnehme, die Weichmacher, dann wird es spröde und dann bröselt er einfach zusammen. Auch das sind natürlich Abrieb, der dann irgendwann in der Erde landet. Das alte Beispiel, die Teflonpfannen, wissen wir, das sind so weich, zweimal Kotelett drin gebraten, geht schon los mit den Kratzern, die da sein dürfen. Aber auch hier zum Beispiel die Zange, die funktioniert, die flutscht sehr schön am Anfang, aber ruckzuck reibt es ab und ach, das landet in der Natur. So haben wir also sehr viele Dinge, die in der Natur landen. Und da war auch vorhin die Frage, natürlich landet der Nanoplastik im Hausstaub. Und das war dann so, dass die Tagesschau am 14.08. die Nachricht gebracht hat, es schneit Mikroplastik. Man hat sich immer gefragt, wie kommt es, dass in der Arktis Plastik rumliegt? Wie kommt es? Und dann ist man drauf gekommen, das schwirrt als Staub in der Gegend rum. Und die Schneeflocken, die sind ja sehr großvolumig. Und wenn die dann runterfliegen, dann drücken die einfach das Plastik, den Staub mit sich runter und so landet es überall auf der Welt. Unser Plastikstaub, den wir produzieren täglich, der landet überall auf der Welt.
Mit anderen Worten, Kunststoffe dringen in den Nahrungskreislauf ein. Das müssen wir, muss uns ganz klar bewusst sein. Und die Regenwürmer, die sind auch nicht dumm. Wenn die also das Mikroplastik erkennen, dann suchen sie, dann bauen sie ihre Höhlen, ihre Wege anders. Die versuchen also, es zu meiden. Aber man merkt daran deutlich, wenn schon die Regenwürmer reagieren, es ist eine Reaktion vorhanden. Die Umweltverschmutzung durch die Luft, es hat ja noch sehr viel Plastik verbrannt auch, ist natürlich auch ein großes Thema hier, der Elektroschrott. Es wird als viel Elektroschrott nach Ghana gefahren, als nutzbares, gebrauchtes Produkt, Computer, aber nur der geringste Prozentsatz ist wirklich noch interessant. Das heißt, die Burschen, wie der Bursche dort, der Humphrey Abbey, das Bild wurde für mich gemacht extra, der verbrennt die ganzen Elektrodinge, die Segnungen von uns, holt dann die Metalle raus und verkauft die und ernährt somit seine Familie. Aber ich denke mir, die Lebenserwartung von ihm, die ist nicht besonders hoch. Also da sind wir uns einig, dass das nichts Tolles sein kann. Hier nochmal der wirkliche Unterschied. Jetzt vielleicht wird es deutlich. Glas gibt keine Wechselwirkung mit dem Produkt ein. Aber Plastik, da wandert was aus, wandert was ein und so geht es immer hin und her. Wenn ich eine PET-Flasche, was Sie vorhin gesagt haben, wenn Sie die offen da im Wasser stehen haben, in der Sonne, angebrochen und sie steht da aus der Serie-Woche, das schmeckt nach Plastik, das schmeckt ekelhaftes Wasser. Sie stimmen mir zu. Wenn es im Glas ist, das schmeckt zwar abgestanden, aber bei weitem nicht so ekelhaft wie das Plastik. Und das ist eben das, wo in der Hitze die Kunststoffbestandteile in das Produkt schon eingedrungen sind, das wir dann als Nahrung zu uns aufnehmen. So passiert es mit dem Staub, mit dem Mikroplastik, mit anderen Produkten, die zerfallen in der Luft, dass wir im Meer sehr viel Plastik haben und den Fischen den gar ausmachen. Die haben im Prinzip, kann man sagen, ein wunderbares Leben. Das war das Paradies auf Erden im Meer. Haben sie Hunger, Maul auf, geschwommen, war so viel Plankton im Meer, dass sie einfach so viel aufgenommen haben, wie sie gemeint haben, Maul zu, verdaut, wenn sie wieder Hunger gehabt haben, wieder auf. Es war also das Paradies auf Erden. Jetzt, seit einigen Jahrzehnten, machen sie so, wie sie es immer kennen, aber es gibt Teile im Meer, wo das Anteil von dem Plastik zu Plankton 8:2 ist. Also 80% Plastik, 20% Plankton. Der Fisch, der checkt das aber nicht, der hat es ja nicht gelernt. Also sagt der Magen voll, kannst dein Maul wieder zumachen, dann macht das Maul zu, hat aber nichts zu verdauen. Das heißt, er verhungert bei vollem Leib, bei vollem Magen, schwimmt dann mit Bauch nach oben an die Erdoberfläche, an die Meeresoberfläche. Jetzt kommt der Fischadler, freut sich, was da Schönes da rumliegt, frisst den auf und gibt es seinen Kinderchen zu fressen. Und so kommt es, dass mittlerweile der Bund Naturschutz gezählt hat, über 90% der verendeten Seevögel an der Nordsee haben Plastik in ihren Körpern. Kunststoff findet also Einzug in die Verdauungstrakte. Mittlerweile hat man schon auch direkte Gesundheitsschäden festgestellt, dass Schäden an der Leber bei den Fischen oder auch Fehlbildungen an den Fortpflanzungsorganen von den Vögeln durch Kunststoffe. Und der Mensch, vorhin ist gefragt worden, natürlich nimmt das auf. Natürlich nimmt er über die Nahrungsmittel, über das Berühren und über die Atmung diese Stoffe auf. Und was passiert dann? Es gibt noch eine andere Geschichte. Der an das Kunststoff, vor allem Polyethylen, Polypropylen, docken gern viele chemische Stoffe an. So wie, ja, es ist immer die Frage der Löslichkeit, das ist auch in Meeren ein Riesenproblem. Sie alle kennen das Bild wahrscheinlich, wenn ich Zucker habe und einen Kaffee reinschütte, der löst sich auf. Aber Zucker in Benzin löst sich nicht auf. Also gibt es immer Materialien, die lösen sich bei anderen auf und andere lösen sich nicht auf. Und das Meer, das verhält sich so wie beim Zucker, so wie das Wasserhalt, ist ja klar. Aber das Polyethylen verhält sich wie das Benzin, weil es ja Benzinherkunft. Und es können sich also da viele Produkte andocken, die gar nicht im Ursprungsprodukt drin sind. Und die sind dann wie Vehikel, wie also der Hänger von dem Auto, an dem Auto, wie Vehikel, werden die dann mittransportiert in die Nahrung, in die Nahrungskette. Und dann ist es also das große Fragezeichen, was wir da alles mit verzehren. Tatsache ist, das hat jetzt also die
Deutsche Welle geschrieben, jedes vierte Kind in Deutschland zwischen 3 und 5 Jahren ist so stark mit Chemie belastet, dass langfristige Schäden nicht sicher ausgeschlossen werden können. Das ist also der Fakt, den wir unseren Kindern als Erbe hinterlassen für unseren wunderschönen Plastikeinsatz. Besonders besorgniserregend ist zum Beispiel die Perfluoroktansäure, das Fluor, wo wir vorhin gesprochen haben, was so schön zum Kleiden führt. Hier die ganze Outdoor-Kleidung, das wunderbare Eigenschaften, aber der Abrieb des Ursprungs ist besonders besorgniserregend und ist schädlich für die Fortpflanzung und lebertoxisch. Man hat in den, bei den Phthalaten, die Weichmacher in dem PVC drin, hat man immer mal wieder den Maltes-Phthalat eingesetzt, mal das andere. Tatsache ist, bei den Fußböden aus den 70er Jahren hat sich das Immunsystem verändert. Atemwegserkrankungen sind sehr viel häufiger aufgetreten bei großflächig verlegten und verklebten Fußböden gegenüber dem, wenn man mit Holz oder mit Stracula gearbeitet hat. Bisphenol A, was also jetzt in den ganzen Dosen als Beschichtung drin ist, Schraubverschluss oder hier die harten Plastikflaschen, ist schädlich für die Fortpflanzung und hormonell wirkend. Und das macht mir ein bisschen Sorgen. Wir haben gesagt, jedes dritte Kind zwischen 3 und 5 Jahren. Wie lange wir brauchen, um einen Prozess von der Erkenntnis bis zur Abstellung Bisphenol A ist erfunden worden 1953 als Kunststoff. Vorher war es auch schon im Einsatz, aber als Kunststoff. 2011, man hat gewusst, die hormonelle Wirkung, die ist nicht so, hat zumindest geahnt, dass das nicht so der Brüller ist. Wurden also die Babyflaschen verboten. 2017 wurde es als besonders besorgniserregender Stoff eingestuft von der Chemie her. Wurde erstmal geklagt dagegen. Es gibt bei den gemessenen Veränderungen nur bei den Tierversuchen nachgewiesen. Was soll das? Was soll das? Ist ein Tier, ein Vogel nicht auch ein Geschöpf auf der Erde, das sein Recht hat zu leben? Und zu sagen, wir setzen das ein, obwohl wir wissen, dass es zu Genveränderungen führt. Und bei den Menschen erst müssen wir es nachweisen, bis wir das endlich mal... Da stimmt was in der Welt nicht, denke ich mir. Aber Gott sei Dank ist auch die Klage dann abgewiesen worden, also da muss drauf reagiert werden. Und wenn ich jetzt ein ganz normales, modernes Haushaltsgerät anschaue, dann habe ich hier meinen besonders besorgniserregenden Stoff hin. Hier habe ich meinen Weichmacher und hier habe ich meinen Teflon. Also ich denke mir, wir umgeben uns mit sehr viel, durch die Kunststoffe mit sehr viel besonders besorgniserregenden Kunststoffen, jeden Tag und überall. Dazu kommt noch die Problematik mit dem Transport. Wenn wir also auf den großen Schiffen tonnenweise und dann bei uns 1 Euro für jedes Gelumbe, dass da natürlich billige Einsatzstoffe drin sind. Man hat mal in den Spielzeugen Formaldehyd gefunden, was also unter Verdacht steht, Krebs zu erzeugen. Die Weichmacher hat man gefunden, dann das krebserzeugende Amin als Farbmittel. Die Kreidezähne, ist Ihnen der Begriff Kreidezahne geläufig? Mittlerweile hat jedes dritte Kind unter 12 Jahren, denke ich, war die Statistik, so bröselige Zahnschmelz, dass die überhaupt nicht mehr zurechtkommen. Karies, die ganzen Geschichten, der muss vom kleinsten Kind ab mit Fluor geschützt werden. Also eine Tragödie und man weiß nicht, was herkommt. Liegt es an dem, manche sagen, es liegt an den Penicillin, an den Antibiotika, die Mütter oder die Kinder bekommen. Aber eine französische Studie, die zwar bei uns nicht bestätigt wurde, aber wir wissen, dass wir nichts wissen, die hat gesagt, dass also die im direkten Zusammenhang stehen mit den Additiven und Kunststoffen die Kreidezähne. Höchstwahrscheinlich die Entstehung von Kreidezähnen vergünstigen. Das habe ich abgeschrieben von BKK Mobil Oil, also die Gesundheitskasse, die Mobil Oil vertritt und die mit Sicherheit nicht unbedingt sie bestätigen. Man braucht nicht weiterreden hier. Aber ein Problem, und da muss man selber den Nas fassen, ich komme aus dem wunderschönen Landkreis Haßberge. Das ist ein Landkreis, der sehr ländlich ist und sehr wenig Restmüll hat. Die Bürger werden immer sehr gelobt. Aber was wir auch noch haben und was aber hier auch noch viel zu sehen ist, sind die Öfen, die heimischen Öfen. Wer von euch erinnert sich an den Seveso-Unfall? Ja. Sie erinnern sich dran? Ja.
Das waren, da ist ein, also das Dioxin freigesetzt worden, wo die Behörden den schwangeren Frauen geraten haben, tut euer Kind abtreiben. Ich glaube, das ist eine der schlimmsten Hausaufgaben, die man jemandem geben kann. Und dieses Gift wird freigesetzt, wenn ich PVC gemeinsam mit anderen Stoffen, wie zum Beispiel als Katalysator brauche ich Kupfer, das ist in meiner bunten Zeitung drin, wenn das bei der entsprechenden Temperatur brennt, dann habe ich mal Dioxin. So kam das Dioxin in den Freilandeiern raus. Das ist natürlich auch ein heißes Thema, wenn man unsachgemäß Plastik entsorgt, dass dann Rauchgasen entsteht. Und so ist kein Wunder, dass Greenpeace sagt, die Outdoor-Branche wirbt mit unberührter Natur, doch ihre Schadstoffe finden sich weltweit in der Umwelt und im menschlichen Blut. Es geht aber weiter. Es wird kein Ende finden. Das Leben auf der Erde war schon lange vorhanden, wird auch immer weitergehen. Und es ist meine Prognose, meine persönliche. Bisher kannte man nur Pilze mit der Fähigkeit, Kunststoff zu ersetzen, aber mittlerweile haben wir auch Bakterien entdeckt, die das ebenfalls können. Mit anderen Worten, wenn die Kunststoffe in den Nahrungskreislauf eindringen, wird es auch Wirte geben, die das auffressen und die damit leben können, die das einfach als Nahrungsmittel so einsetzen können, dass das sogar für sie ein Gewinn sein wird. Natürlich, es ist nicht für jeden ein Gewinn, weil viele, vor allem höher entwickelte Organismen, Riesenprobleme bekommen. Aber das Leben an sich auf der Erde geht weiter. Davon bin ich überzeugt. Kunststoffe verändern das Eigenschaftsbild des Kreislaufes vom Fressen und Gefressenwerden, aber sie dringen halt ein. Und jetzt ist die Frage, was die Renate mir als Hausaufgabe mitgegeben hat, kann Plastik Fortschritt sein? Und meine ganz einfache Antwort ist, Plastik ist Fortschritt. Sie können mal überlegen, ich habe lange überlegt, Renate, ob mir ein Einsatzgebiet einfällt, wo nicht Plastik beteiligt ist. Ich glaube, das ist eine Rarität. Also der ganze Fortschritt, den wir heute erleben, steht im direkten und indirekten Zusammenhang mit Kunststoff. Also können wir ganz klar sagen, Plastik ist Fortschritt. Punkt. Nur die Frage ist, wohin führt uns der aktuelle Fortschritt? Und der Frage müssen wir nachgehen. Im Moment führt er zur Auslaugung der Erde. Wir brauchen drei Erden, so wie wir bei uns leben, um überhaupt unseren Konsum zu decken. Wir verteilen die Rohstoffe um, die irgendwo in irgendwelchen Bergen drin waren oder im Meer. Irgendwas liegt es am Strand und überall. Wir sorgen für viel Nahrungsunverträglichkeit und wir forcieren den Klimawandel. Das sind also alles Dinge. Und wir befinden uns in einer Traumwelt, wo wir sagen, es klappt doch alles wunderbar. Wir haben doch die Erde uns untertan gemacht. Wir können machen, was wir wollen. Die Erde gehört uns. Aber es ist eine Traumwelt. Und darum ist die Frage, wie ist jetzt der ordnungsgemäße Umgang mit Plastik zu sehen? Und da komme ich jetzt zu der zweiten Teil, wo man sagt, Fortschritt. Was ist denn die Zutaten für einen zukunftsorientierten Einsatz für Kunststoff? Da bin ich auch gespannt, dass Sie als Fachmann, wir haben also einen Fachmann heute auch hier sitzen, wie Sie das dann kommentieren werden. Futurium hat das ist ein neues Museum in Berlin, wo mich die Renate hingeschickt hat. Letztendlich braucht der Kunststoff als Zutat folgende Stoffe: Respekt, Sensibilität, Augenmaß und Verantwortung. Das sind die Additive, die der Kunststoff braucht. Und wir dürfen nicht fragen, was das Leben, was wir von Leben erwarten können, das hat schon Viktor Frankl gesagt, sondern was das Leben von dir erwarten kann. Und das ist einmal, dass wir leben und leben lassen. Das ist auch meine Vision, was Kunststoff betrifft. Dass wir also die Hochachtung vor der Gottesschöpfung oder wie man die Sachen immer nennen will, nicht verlieren. Was Kunststoff betrifft, ist meine Vision, dass wir abkehren von den ölbasierten Kunststoffen hin zu biologisch abbauen. Uns muss es nach meiner Ansicht gelingen, dass wir die Entkoppelung von unserem Naturkreislauf
dass wir uns von der wieder trennen, sondern dass wir uns wieder irgendwie in den Naturkreislauf einfügen können. Und das bedeutet bei den Kunststoffen, dass wir von den erdölbasierten Kunststoffen weggehen zu biologisch abbaubaren. Und das ist nicht unbedingt nur eine Traumvision von mir, sondern da arbeitet auch die Wissenschaft ganz intensiv dran. Das weiß ich. Aus den Zunderpilz hier kann man zum Beispiel sehr gut Schuhsohlen machen. Der hat sehr schöne Trageeigenschaften. Auch Lego arbeitet ganz intensiv an einem biologisch abbaubaren Kunststoff. Die Getränkeindustrie macht es auch. Die sucht auch PET, das biologisch abbaubar ist. Also die Wissenschaft ist so weit, dass er diese Erkenntnis, die ich euch jetzt versucht habe rüberzubringen, auch irgendwie versucht umzusetzen. Aber nach meiner Ansicht geht es ganz woanders los. Leben und leben lassen geht los schon bei der Städteplanung. Das habe ich in Holland aufgenommen dieses Jahr. Man sieht, die Straße, 2/3 gehört dem Radverkehr und nur 1/3 der, wir sind da mit unserem Wohnmobil durchgefahren. Das gehört dann. Aber wenn dann einer entgegenkommt, das ist keine Einbahnstraße, wenn einer entgegenkommt, dann muss man gucken, wie man zurechtkommt. Warten, wo ist eine Lücke? Dann muss man gucken, ist gerade ein Fahrradfahrer da, dann stellt man sich rechts hin, dann fahrt man irgendwie aneinander vorbei, dann geht es wieder weiter. Da ist man mit dem Fahrrad fünfmal schneller und viel sicherer. Und das bedeutet auch, dass dort die Leute in die Stadt fahren, mit dem Fahrrad, mit dem Lastenträger, 2 Kinder hinten, 1 im Wickeltuch und dann den Tageseinkauf für die nächsten 3 Tage auf dem Fahrrad verpacken, in den Fachgeschäften und dann wieder gemütlich heimradeln. Das ist eine Kultur, die bei uns unmöglich war. Man hat ja Todesangst, wenn man irgendwo durch München fährt mit dem Fahrrad und dann ein Kind ohne Helm und dann noch vielleicht ein Wickelding, wenn man da batzelt. Also das ist unvorstellbar, aber in unserem Nachbarland ist es Realität, ist Praxis und bewährt sich. Und da geht's los. Da geht es schon los, weil der Deutsche Handelsverband hat eine Untersuchung gemacht, was die Deutschen wollen. Und die sagen, wir wollen wenig Geschäfte, wir wollen in einem Laden möglichst alles kaufen, großes Sortiment und wir wollen volle Tüten, wir wollen billig einkaufen. Das sind die Ziele der Deutschen oder von unserer Gesellschaft, von vielen in unserer Gesellschaft. So, ich darf nicht übertreiben. Aber das führt dazu, dass die ganzen Einzelhandelsladen, die hier in voller Blüte stehen, bei uns überhaupt keine Chance haben, weil das ist, läuft alles zum Discounter raus. Und dann kaufe ich eben nicht mehr mein Hackfleisch, irgendwie ein Kilo, wo ich dann mein Klöß draus mache beim Metzger, sondern ich kaufe 5 Packungen à 200 Gramm irgendwo und habe dann entsprechenden Müll, Plastikmüll. Und das Leben und Leben lassen geht über die ganze Welt. Hier ist ein Container, das ist Wahnsinn, finde ich, das Schiff ist gebaut worden mit einer Lebenserwartung, wurde mir gesagt, von 20 Jahren. Das fährt nur von Rotterdam irgendwo nach Asien und wieder zurück. 20 Jahre lang, hier und her. Was meinen Sie, wie viele Seekontainer da drauf passen? Sehr gut, kannst du lesen, Renate. 20.000 Seekontainer sind da drauf. Und so haben wir also einen Transport rund um die Welt mit unserem Garten. Mit viel ist dabei unser Plastik-Errungenschaften und man weiß nicht, wo es überall landet. Und für mich ist jetzt das Nächste, also meine Frage ist die Wertefrage. Ist es tatsächlich so, dass uns dieser Tank glücklich macht? Ist Konsum ein Glücksbringer? Also ich war jetzt wir sind am Freitag hierher gefahren, Samstag hierher gefahren. Wir hatten jetzt einige sehr schöne Stunden mit sehr guten Freunden. Das ist Glück. Das ist Glück für mich. Gemeinsam mit Freunden sich voll zu zaufen oder auch nicht. Das kann also was Wunderbares. Aber der ganze, das Da würde ich gerne Goethe zitieren. Goethe Faust, der Mephisto, der sich vorstellt. Ich bin der Geist, der stets verneint und das mit Recht, denn was entsteht, ist wer, dass es zugrunde geht. Was entsteht, ist wer, dass es zugrunde geht. Drum besser wäre, dass nichts entstünde. Und so ist alles, was er Sünde, Verderben, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. Also vieles von dem, was wir haben, besser wäre, es wird nicht entstehen. Und Beispiel Altkleider. Wir müssen einfach versuchen, die Sinnfrage mal zu stellen. Was ist denn der Sinn von einer Kleidung? Der Sinn von einer Kleidung ist zu wärmen. Und wenn ich aber alle halb Jahr mein total intaktes Produkt fortgebe in der Altkleidersammlung und das nächste kaufe, dann ist nicht mehr der Sinn des Wärmens, sondern des Zieren. Aber das geht am Thema vorbei. Das Ziel der Kleidung ist eben zu wärmen. Da muss man einfach mal fragen, was will ich denn überhaupt? Und
Uns muss bewusst sein, dass wir mit der Altkleiderspende 60% Kunstfaser ins Ausland exportieren, mit den ganzen Umweltfolgen, die da sind. Weil die haben ja in vielen Ländern keine fachgerechte Müllentsorgung. Das landet dann als Plastikmüll auch in unkontrollierter Entsorgung. Und für mich die Gewissensfrage, und das ist eigentlich eine der Abschiedsbilder, die Gewissensfragen. Wenn ich Kaffee kaufe, nehme ich die billigste, bin glücklich, dass ich jetzt, Geiz ist geil, unsere Mentalität, oder will ich eine Welt, die biologisch intakt bleibt für unsere Kinder und Enkel, dann kann ich ja, das kann jeder Einzelne für sich entscheiden, der Endverbraucher. Will ich also das, dann kann ich zurückgreifen auf biologisch angebauten Kaffee und wenn ich auch noch will, dass wir fair miteinander umgehen in unserer Produktionskette und Herstellungskette, dann kann ich beides nehmen, sowohl Bio als auch Fairtrade. Die Nachhaltigkeit, das nachhaltige Denken, ist laut Kofi Annan die größte Herausforderung unseres Jahrhunderts und das kann ich eigentlich bloß unterschreiben. Wenn man sich anschaut, wir hatten vorhin die Rede davon, der größte Anteil, über 30% vom Kunststoff, geht in die Verpackung und da ließe sich sehr, sehr viel reduzieren. Die ganze Coffee-to-go-Problematik. In der Bau geht sehr viel, was mit kritischen Augen zu beobachten ist. Kfz-Bau, Elektro, Landwirtschaft und Sonstiges. Wenn ich jetzt irgendwann, Renate, Umweltminister werde, wo ich aber nicht dran glaube, leider, dann würde ich als erstes mal eine Ethikkommission einberufen für die Herkunft. Kann das sein, dass wir zwar bei uns kein Fracking-Gas wollen, aber glücklich sind, dass wir billig das Fracking-Gas von Amerika bekommen, wo auch die Methanausstoßquoten erleichtert werden, reduziert werden, America first, damit hier Gewinne sprudeln. Wir bauen Häfen in Rotterdam, in ganzen nach Amerika rüber, wo das Flüssiggas zu uns geschickt wird. Und wir verarbeiten es zu Kunststoff, suchen neue Absatzmärkte. Wir gehen davon aus, dass immer mehr Kunststoff unsere Welt beglückt. Da gehört nun mal eine Ethikkommission gefragt, wie ist es überhaupt mit den Rohstoffen? Die Kunststoffsteuer, das Recycling schön und gut. Es ist recycelbar. Aber ich kann aus einem Liter Öl 50 Plastiktüten machen. 50 Plastiktüten aus einem Liter Öl. Und jetzt überlegen Sie mal, da ist keine Steuer drauf, dem Öl, was das kostet. Und wenn ich aber recycle, wenn ich das sammle, wenn ich das in meinen gelben Sack schmeiße, den hole, sortiere, dann Granulat draus mache, dann was Neues draus, da bin ich viel drüber. Also jeder wirtschaftlich denkende Mensch sagt, das Recycling, schön, gut, das ist recycelbar, aber hab mich gern. Das soll recyceln, wer will, ich mach's nicht. Und das ist halt, weil das Originalplastik so billig ist. Dann denke ich mir, müsste die Produktverantwortung viel stärker greifen, wenn ich Umweltminister wäre, dass ich die zur Verantwortung ziehe, die mit ihren chemischen Stoffen und Ähnlichem die Lebensgrundlage unserer Tiere und Pflanzen in Frage stellen und auch die Gesundheit vor allem unserer Jugendlichen. Ich weiß nicht, wie man das bezeichnen kann. Wenn wir das wissen, dass ein Produkt schädlich ist und wir brauchen einige Jahre, bis das irgendwann in ein Gesetz umgegossen wird, dann sind ja die Schäden, die in der Zwischenzeit in den Kindern reinkommen, Kollateralschaden. Oder was ist das sonst? Und das kann es nach meiner Ansicht nicht sein. So können wir nicht mit unserer Jugend umgehen. Dann der ganze To-Go-Kultur, eine Katastrophe nach meiner Ansicht. Das müsste entweder so teuer sein, dass es kein Mensch mehr freiwillig kauft, oder wir müssten sagen, das machen wir einfach nicht. Das ist also eine ganz unmögliche Sache. Dann der ganze Trend hin zur Einweg, dem gehört auch mal die Regel vorgeschoben. Wenn ich Standardverpackungen habe und eins und gleiche Flaschen, so wie wir es im Mineralwasserbereich gekannt haben, dann mag das auf Kosten des Umsatzes gehen, vielleicht des einen oder anderen Betriebes. Aber für die Umwelt wäre das Standardisierung, Mehrwegsysteme für viele Produkte machbar, sinnvoll und sehr, sehr umweltschonend. Export würde ich nur erlauben, wenn tatsächlich in dem Exportland die Entsorgung gesichert und gewährleistet ist und nicht, wenn man einfach exportiert und sagt, habe Ehre, das war's jetzt. Genauso müsste man, und Sie haben es ja vorhin angesprochen, es gibt schon einige Recyclingprodukte, wo 100% Recycling PET drin ist oder andere Kunststoffe. Ja, aber das könnte man forcieren.
dass einfach mehr Kunststoff eingesetzt wird. Das geht wieder Hand in Hand natürlich mit den Kosten von dem Erstplastik. Was mir weh tut, wenn wir immer einen scheinbaren Schritt nach vorne machen, wie zum Beispiel die Umstellung der LED-Lampe, statt der Glühlampe spart uns 80% oder sowas an Energie ein, aber jetzt haben wir plötzlich lauter Deckenleuchten über 80%, der in den Supermärkten, in den Bauhäusern bei uns, haben mittlerweile die LED-Lampen als Einwegprodukt. Das heißt, wenn irgendwo Lampe freckt, dann kann ich das mit dem Gehäuse, mit allem gemeinsam fortschmeißen. Wir profitieren nicht von den Errungenschaften, die wir so entwickeln, sondern wir setzen die gleich wieder ein für den nächsten Blödsinn. Und das tut mir weh. Auch da müsste man total gegensteuern, die Einwegprodukte einfach mal Einhalt gebieten. Wenn wir in die Schweiz rüberfahren, die Schweizer sagen, die Deutschen sind so richtige Umweltfrevler, weil so viel in den Gräben rumfliegt. Das heißt, die Öffentlichkeitsarbeit in Sachen Littering, die müsste massiv erhöht werden. Und ich fasse mir an die eigene Nase. Solange ich geraucht habe, habe ich meine Zigarettenkippen da ausgedrückt und liegen lassen. Auf die Idee, dass ich damit den Mikroplastik in dem Meer forciere, wäre ich gar nicht gekommen. Wir müssen also meines Erachtens in der Öffentlichkeit viel mehr Aschenbecher aufstellen und auch da viel mehr informieren. Kleidung habe ich gesagt, was wir machen müssten. Der Umgang mit der Biotonne ist oft eine Katastrophe. Auch da gehört sehr viel gearbeitet dran. Und bei den Kosmetika. In dem Moment, wo Styrenacrylat-Copolymer dasteht, ist das ein Kunststoff. Das ist erdölbasiert. Es ist zwar flüssig bei Raumtemperatur, aber es ist erdölbasiert. Auch da gehört ein Riegel vorgeschoben. Hat auch die EU vor, dass sie das in 2 oder 3 Jahren verbietet. Aber das sind auch Mengen Kunststoff, die einfach in den Meeren landen, so unnötig wie gerade was. Und dann könnte man als Handlungsmöglichkeit sagen, muss das wirklich sein? Muss ich wirklich im September meinen Lebkuchen essen? Oder langt das nicht, wenn ich da 2 Tage vor Weihnachten zu meinem Bäcker meines Vertrauens gehe? Entscheidende Frage. Muss das sein, dass ich aus Guatemala meine Knackerbsen esse? Oder kann ich nicht irgendwie auch aus meinen Gurken und aus meinen Moorrüben aus der Region irgendwie ein sinnvolles Produkt herstellen? Wenn ich einkaufe, brauche ich die billige Fließjacke oder kaufe ich mal eine schöne Baumwollfließjacke, die sich harmonisch in den Naturkreislauf auch beim Waschvorgang einfließen lässt. Und wenn ich die lange trage, ist die unterm Strich auch nicht teurer. Ich kann, wenn ich Feste organisiere, dafür sorgen, wir haben Schulfeste, da bin ich einfach dran im Moment, dass wir die restmüllfrei gestalten. Auch das klappt, wenn nur der Wille da ist. Man kann, wenn ich einkaufen gehe, ich kann die schöne Teflonpfanne kaufen oder auch eine ganz einfache Eisenpfanne. Die Eisenpfanne, wenn die rostet zwar, aber die rostet zusammen, ist sie weg. Dann ist sie in der Naturkreislauf wieder drin. Während die Teflonpfanne in unseren Körpern ist und erhebliche Schäden anrichtet. Ich kann Waschmittel, das ist ja die eigenartigste Geschichte, dass man da jetzt da Bälle kauft, die man in die Waschmaschine reintut und dann löst sich der Kunststoff auf und die Segnungen dieser Mixtur macht dann unsere Wäsche sauber. So ein Blödsinn kann ich nicht selber ein bisschen dosieren. Also es geht in manche Richtung, wo man sagt, also nee, muss wirklich nicht sein. Und in dem Sinne will ich einfach sagen, der Endverbraucher kann was tun und wir sollten da was tun. Und wir haben einen Künstler im Ort, der Hermann de Vries, der hat ein Gedicht geschrieben, das er in die ganze Welt übersetzen lässt, also alle Sprachen, denen er Zugriff bekommt. Und das will ich gern übersetzen ins Deutsche. Meine Poesie, mein Lebenstraum, meine Welt, meine Zielsetzung, meine Poesie ist die Welt. Ich schreibe sie jeden Tag aufs Neue, sehe sie jeden Tag, lese sie jeden Tag, esse sie jeden Tag, schlafe sie jeden Tag. Die Welt ist meine Chance. Sie ändert mich jeden Tag. Meine Chance ist meine Poesie. Wir sind in der Lage, uns zu ändern. Wir sind in der Lage, Kunststoff so einzusetzen, dass er reduziert wird auf ganz gravierende Art und dass er aber dort eingesetzt wird, wo er Sinn macht, wenn wir auch die Entsorgung im Auge haben, wenn wir vom Abfall her denken, was schon Töpfer gesagt hat, und nur so produzieren, dass er tatsächlich dann gut entsorgt wird, fachgerecht entsorgt wird und oder in den Naturkreislauf zurückläuft. Und somit, denke ich, landen wir wieder bei der Gewissensfrage von Viktor Frankl. Was kann das Leben von mir erwarten? Und jetzt können wir auf die Uhr schauen, Renate. Ich bedanke mich auf alle Fälle für die Aufmerksamkeit.
dass er zugehört habt. Ab und zu hat er mal auch jemand genickt, also scheint es nicht ganz so verkehrt zu liegen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und stehe für Fragen dann gerne zur Verfügung. Vielen Dank.